So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es mal wieder um den Bereich technische Informatik. Und zwar wollen wir in diesem Video einen kleinen, primitiven 8-Bit-Prozessor aufbauen. 8-Bit deshalb, weil er in der Lage ist, mit 8-Bit großen Daten zu operieren. Ein Prozessor besteht, oder im einfachsten Fall, besteht ein Prozessor aus einem Operationswerk und einem Steuerwerk. Im Idealfall, na, und den Idealfall, den haben wir gerade bei unseren heutigen Prozessoren, gerade nach dem von Neumann-Schema, na, die von Neumann-Rechner, die wir heutzutage haben, im Endeffekt. Hier haben wir nicht ein Operationswerk, sondern wir haben ein Rechenwerk. Rechenwerk deshalb, weil hier das Operationswerk universell ist. Das bedeutet, wir können dieses Operationswerk für alle Aufgaben verwenden, die wir uns vorstellen können, die wir auch in der Praxis mit unserem Computer halt erledigen können. Zuzüglich hat ein Prozessor nach dem von Neumann-Schema ein Leitwerk. Leitwerk ist also in dem Fall ein Steuerwerk wiederum. Und zwar ist es in diesem Fall ein Steuerwerk, welches man umschalten kann. Das heißt also, man kann dann hier verschiedene Steueralgorithmen auswählen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte den Steueralgorithmus XY, um beispielsweise die Möglichkeit zu haben, dass man Operationswerk eine Addition ausführen kann. Oder ich möchte den Steueralgorithmus YZ, um eine Subtraktion ausführen zu können. Wir können also entsprechend umschalten. Im primitivsten Fall hat unser Prozessor einfach nur ein Operationswerk. Na, dies kann zum Beispiel auch für eine entsprechende Aufgabe maßgeschneidert sein und ein Steuerwerk, auf dem dann ein Steueralgorithmus läuft. Aus einem Buch habe ich ein einfaches Operationswerk entnommen. Das werden wir hier erst einmal nachbauen. Und zu diesem Operationswerk werden wir dann ein Steuerwerk zusätzlich bauen, sodass das Operationswerk eine lineare Funktion berechnen kann. Lineare Funktionen, also der Form, schreib's vielleicht hier gerade mal hin, der Form y ist gleich ax plus b. Also diese Gestalt hier. Wobei dann hier x unser Eingabevektor ist, y der Ausgabevektor, a und b werden wir als Konstanten festsetzen. Das Ganze mache ich vielleicht in einer größeren Schriftgröße, dass Sie das Ganze auch ein bisschen besser lesen können. Wir fangen da zuerst einmal an. Als erstes einmal benötigen wir für das Operationswerk einen Algorithmus. Das heißt also, man schreibt das dann folgendermaßen auf, eine Art Pseudocode. Zum Beispiel, wir sagen hier, beginnen wir. Wir haben eine Input-Variable, die bekommt unseren Eingabevektor zugeordnet. Dann haben wir anschließend, hierhin, dann haben wir anschließend eine Output-Variable. Dieser weisen wir einfach das Produkt zu aus x mal a. X mal a, also in dem Fall, wir multiplizieren erst einmal diesen Eingabevektor. Aus diesem Grund habe ich hier das x groß geschrieben. Den Eingabevektor multiplizieren wir mit dieser Konstanten a, um also dieses Produkt ax zu bilden. Und anschließend wird dann dieser Variable out wiederum ein Wert zugewiesen, nämlich out plus b. Ne? Müssen Sie sich dann folgendermaßen vorstellen. Als erstes steht hier in out das Produkt a mal x und dann addieren wir einfach das b dazu und haben wir hier unsere Funktion. Anschließend war es das Ganze dann schon? Das heißt also, wir können dann hier sagen, stopp, die Sache ist erledigt. Ne? So.
Soweit, so gut. Ne? Wie ist jetzt dieser Algorithmus hier umzusetzen? Das haben wir jetzt hier algorithmisch festgelegt. Wie setzen wir das Ganze um? Die Regelung besteht einfach darin, dass wir Variablen auf der linken Seite immer ein Register geben. Das heißt also, wir gehen dann hier rein bei Speicher, packen uns hier ein Register. Das ist also hier einmal das Register für Input. Das beschreibe ich auch gleich mal so, Input. Und dann haben wir ein Register, aber das kommt gleich. Da brauchen wir noch ein Register namens Output. Das passe ich mal hier hin. Ja. Das sind 8-Bit-Register, die wir jetzt hier verwenden. Eben, weil wir hier einen kleinen, primitiven 8-Bit-Prozessor bauen wollen. Ja. Es ist auch kein Problem, ein universelles Operationswerk zu basteln. Das macht man dann entsprechend mit Hilfe von zusätzlichen Multiplexern. Das werden wir gleich sehen, um hier also eine flexiblere Verarbeitung zu erlangen. Das Operationswerk ist der verarbeitende Teil. Eine Aufteilung in Operationswerk und Steuerwerk haben wir immer bei komplexen Schaltwerken, die also über zig Zustände verfügen. Und diese können wir auf die reguläre Weise dann nicht mehr umsetzen, also über ein Zustandsübergangsdiagramm oder über eine Zustandsübergangstabelle. Das heißt also, hier müssen wir die Komplexität senken. Das machen wir ganz einfach, indem wir nach dem Prinzip arbeiten, teile und herrsche. Das heißt also, wir teilen das Ganze auf in Operationswerk und in Steuerwerk. Na, das ist dann so im Ganzen die Idee, die dahinter steckt. Steuerwerk, wie der Name schon sagt, steuernde Komponente, Operationswerk, verarbeitende Komponente. So. Wir brauchen einen Eingang. Das machen wir ganz einfach hiermit. Da wir 8-Bit-Eingänge brauchen, können wir das Ganze gleich so festlegen. Das heißt also, hier gehe ich auf meinen Dateneingang. Hier haben wir zum Beispiel Steuereingänge. Ne? Hier zum Beispiel, wenn zum Beispiel hier eine 1 gesetzt wird, dann wird das Register auf 0 gesetzt. Wenn wir an dieser Stelle hier 0 setzen, wird das Taktsignal unwirksam. Diese Steuereingänge, die könnten wir dann zum Beispiel zu unserem Steuerwerk leiten, um das irgendwie ansteuern zu können. So, da werden wir jetzt aber hier erst einmal etwas sparsamer damit umgehen. Das wäre das. Das heißt also, wir haben jetzt hier schon die erste Zeile hier, Input ist gleich x, haben wir hier schon abgeschlossen. Der Vektor x, ne? Der Vektor x kommt von hier. Der Vektor x kommt von hier. Geht dann hier in unser Register hinein und anschließend soll das Ganze, soll hier ein Produkt gebildet werden. Das heißt also, als nächstes benötigen wir einen Multiplizierer. Den hole ich mir hier direkt raus. So, einen Multiplizierer benötigen wir. Funktioniert dann ganz einfach. Wir gehen dann hier, um dieses Produkt zu bilden, gehen wir hier direkt auf den Multiplizierer. Hier brauchen wir eine Konstante, nämlich die Konstante a. Die setzen wir hier, weil wir hier auch wieder mit 8-Bit arbeiten, müssen wir die auch auf 8-Bit stellen. Als Konstante nehmen wir der Einfachheit halber einfach die 1. Das reicht für unsere Zwecke hier vollkommen aus. Dann hätten wir das. Das heißt also, diesen rechten Ausdruck hier x mal a hätten wir jetzt hier schon gebildet. Und jetzt kommt das Interessante. Jetzt schreibt die Vorschrift, um aus einem solchen Algorithmus hier oben ein Operationswerk zu bauen, schreibt jetzt vor, wenn wir einer Variable bzw. einem Register out zwei unterschiedliche Werte zuweisen wollen oder mehrere unterschiedliche Werte, einmal hier das Produkt x mal a und einmal hier die Summe, dann müssen wir hier davor einen Multiplexer setzen. Multiplexer ist eine Auswahlschaltung. Das ist der Kollege hier. Auswahlleitungen brauche ich nur eine, weil wir nur zwei verschiedene Datenpfade hier zuweisen wollen. Ich habe also hier weitergesetzt hier drauf.
Datenbits muss ich natürlich 8 einstellen. Ja. Und hier, wir haben hier einfach eine 1-Bit-Adressleitung. Die würde dann zum Beispiel auch an unser, die würde dann natürlich auch an unser Steuerwerk hier gehen. Das heißt also im Klartext, wir haben hier einmal ein Produkt. Ja. Das heißt also im Klartext, ich muss diese Leitung hier, muss ich hochlegen, die geht hier drauf. Jetzt müssen wir einen Steuerbus einrichten. Steuerbus deshalb. Wir brauchen also hier eine Leitung, die dann auch im Endeffekt an unser Steuerwerk rangeführt wird. Das machen wir hier mit, beziehungsweise hopp, stopp, 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 stopp. So machen wir das. Ich mache jetzt hier mal insgesamt 8 Bits. Um auf Nummer sicher zu gehen, das können wir nachher immer noch minimieren. Also einmal möchte ich hier die Möglichkeit haben, über 0 zum Beispiel, wollen wir hier einfach erst einmal sagen, wir wollen hier sagen, ich möchte hier zum Beispiel auswählen können, welche Daten hier in das Register out geschrieben werden dürfen. Einmal das Produkt und einmal dann auch später diese Summe. Das ist der erste Part. Hier haben wir die Ausgabe. Also hier haben wir unseren Ausgabevektor Y später. Den müssen wir auch wieder festlegen auf 8-Bit. Und jetzt müssen wir hier diese Summe bilden. Die Summe bilden wir ganz einfach, indem wir hier einen Abgriff machen, weil hier Out steht und dann plus B sagen. Das heißt also, wir brauchen dann hierzu einen Addierer. Ich sage dann also hier, ich hole mir hier oben den gespeicherten Inhalt und addiere dann b dazu. B haben wir gesagt, das machen wir als eine Konstante. Na? Brauchen wir auch wieder eine 8-Bit-Konstante. Da mache ich auch der Einfachheit halber. Oder wir machen so, hier mache ich zum Beispiel eine 5 draus und hier mache ich einfach eine 1 draus, dass dann also nochmal eine 1 hier drauf addiert wird. So einfach machen wir das Ganze hier. Na. Dann hätten wir diesen Part hier. Also werden dann hier die Summe gebildet und jetzt sehen Sie ja hier, das Ganze soll dann hier wieder zugewiesen werden. Und das machen wir dann hier, letzten Endes mal vielleicht besser hier oben rum. Und das machen wir dann hier wieder über den Multiplexer. Und den Multiplexer können wir hier schalten, das ist dann auch später Aufgabe des Steuerwerks. Ja, wie gesagt, hier die Register haben auch Steuereingänge. Auch der Addierer hat hier entsprechende Eingänge. Zum Beispiel kann ich hier sagen, Übertragsangaben, wenn 1 wird eine weitere 1 zur Summe addiert, kann ich also hier durch, könnte ich hier auch drauflegen. Dann könnte ich das durch Steuerwerk steuern lassen. Hier zum Beispiel ist 1, wenn die Summe die verfügbare Bitbreite übersteigt. Das könnten wir zum Beispiel als Statusbit weiterleiten. Denn der Steuerbus, müssen Sie sich so vorstellen, über den Steuerbus, auch bei unseren heutigen Rechnern, ist es so, dass hier Steuerwörter durchlaufen, ein Steuerwort, welches hier die Abläufe steuert, aber auch ein Statuswort, umgekehrt vom Operationswerk an Steuerwerk fließt, welches das Steuerwerk über aktuelle Ereignisse hier informiert. So. Dann sind wir eigentlich schon fertig. Dann sind wir hier eigentlich schon fertig. Was wir jetzt natürlich noch benötigen, ist ein Takt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen einen Takt. Einmal hier und dann natürlich auch nochmal hier oben. So, diese Taktfrequenz, die setzen wir hier auf 1 Hertz. Das ist in Ordnung. Das Ganze legen wir hier ein bisschen weiter. Und jetzt gibt es noch einen Trick. Ich kann zum Beispiel jetzt hier auch noch sagen, ich kappe das Ganze hier, damit ich die Möglichkeit habe, dieses Taktsignal auszublenden. Das möchte ich also auch steuern können, ne? Wann da irgendwas durchgeht, wann nicht. Ich brauche hierfür ein Unclid mit 2 Eingängen. So, das heißt, den Kollegen setzen wir hier drauf. Und den Kollegen hier, beziehungsweise ich ziehe mir das Ganze ein bisschen weiter dann hoch, den Kollegen hier, den setze ich mir hier rauf.
Dann leite ich mir das Ganze hier weiter und das setzen wir dann hier drauf, dass ich also die Möglichkeit habe, auch hier wirklich das Ganze auch zu blockieren. Ne? Da kann ich also diesen ganzen Apparatismus kann ich dann zum Stehen bleiben verdonnern. Ne? Und ich kann sogar, weil unser Steuerwerk braucht auch diesen Takt hier. Das heißt, ich kann das auch sogar so einrichten, dass dann sogar ab einem bestimmten Zeitpunkt auch das Steuerwerk auch stehen bleibt. Ne? Dass das Ganze dann hier letzten Endes neu gestartet werden muss. Das Neu-Starten, das könnte man dann auch ganz einfach implementieren. Muss man mal schauen. Zum Beispiel kann ich das hier wieder wegmachen. Könnte hier auch wieder so ein Multiplexer davor setzen. Auswahlleitung 1, Datenbit 1. Ja, das ist optimal. So, das würde dann einfach folgendermaßen aussehen. Ich muss hier schauen, dass wir das Ganze ein bisschen umdrehen. So, dass ich also hier sage, hier geht einmal diese Ladung drauf. Und hier setzen wir eine Konstante an, also einfach eine 1-Konstante. Die setze ich mir hier an. Auf die Art und Weise erreichen wir hier Folgendes. Na, ich erreiche hier Folgendes erstmal nichts. So, das muss ich hier draufsetzen. So. Und zwar ist das Ganze einfach so gemacht. Jetzt können wir hier zum Beispiel einfach einen Taster setzen. Und zwar möchte ich das später so implementieren. Eine Tastatur wollte ich nicht. Ich will das eigentlich dann so implementieren später. Ich will das eigentlich dann so implementieren. Ich will das Ganze dann eigentlich so implementieren, dass wir ab einem bestimmten Befehl den ganzen Ablauf hier anhalten. Das heißt also, das Operationswerk hält an und auch das Steuerwerk soll anhalten. Und erst wenn dann dieser Taster hier betätigt wird, dann stupsen wir das Ganze wieder an und die Abarbeitung beginnt dann wieder von vorne. Ne? Das heißt also im Klartext, es kann hier wieder was angegeben werden, es wird verarbeitet. Ne? So, das ist das. Jetzt könnte ich hier natürlich noch weitere Steuereingänge ansetzen. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch sagen, okay, ich möchte, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt hier zum Beispiel das Register wieder gelöscht wird, das Register gelöscht wird. Das wird man im professionellen Bereich auch machen, damit ich auch jederzeit die Macht habe, dieses Register hier zu löschen. Das könnte man vielleicht auch mal gerade experimentell so ein bisschen machen. Das schließt man hier an. Und den nächsten Pfad, den schließe ich hier an. Und wenn ich hier was draufsetze, dann wird das Wert hier direkt auf 0 gesetzt. So, das wäre der Part. Ne? So kann man das Ganze hier im Endeffekt umsetzen. Ne? So. Das heißt also, wir haben jetzt hier 4 Bit. Das Ganze werde ich mir deshalb hier auch ein bisschen wieder minimieren. Bitbreite 4. So, das hier ist jetzt also unser Steuerbus. Und als nächstes implementieren wir jetzt ein Steuerwerk. Das Steuerwerk wird ganz einfach aufgebaut. Wir benötigen dazu einen Steuerwortzähler. Wir benötigen dafür einen Steuerwortzähler. Da verwenden wir einfach einen ROM. Der ROM wird dann einfach beschrieben. Hoppala, der wird einfach beschrieben. Der bekommt also von mir ein paar Werte zugewiesen. Wir haben jetzt hier 4 Bit. Das heißt also, die Bitbreite muss ich hier, die Datenbitbreite, wohlgemerkt, für die Daten, die ich da reinschreibe, muss ich auf 4 Bit setzen. Und die Adresse, die mache ich mal auf Bitbreite der Adresse mache ich 2. Warum mache ich da ganz einfach 2? Na, ganz einfach. So. Die Bitbreite mache ich auf 2. Auf die Art und Weise können wir hier 4 Befehle, 4 Steuerwörter mit jeweils 4 Bit hier unterbringen. Na? Hier wird an den Adresseingang, na, wird ein Zähler angeschlossen. Wir brauchen also hier einen Zähler. Der geht hier drauf. Jawohl. Den Zähler muss ich einstellen, dass er nur bis 2 Bit hochzählt. Hier benötigen wir wieder einen Takt.
Und das ist, da haben wir ja gesagt, den Takten klauen wir uns hier von oben, und zwar vor dieser Schaltung, weil ich möchte ja, dass das Steuerwerk mit abgeschaltet wird. Das leiten wir also einfach hier drauf. Ne? Das hier ist jetzt ein ladbarer Zähler. Das heißt also, Sie können hier auch was reinladen. Das hat den Vorteil, wir können dann sogar Verzweigungen, also Sprungadressen hier einfügen. Ne? Also wenn ein bestimmtes Ereignis hier eintrifft, springt da eine andere Adresse zurück. Aber das führt jetzt zu weit. Wir werden jetzt hier die einfache Standardausführung implementieren. Das ist dann noch übersichtlich genug. Hier gehen wir dann einfach von dieser. Hier leiten wir den Bus einfach hier auf den Ausgang dieses Speichers, also auf diese Datenseite, wo wir dann die Daten abgreifen können. Ja. So. Das ist also hier der Steuerbus, hier haben wir den Takt. Ja, und wir haben dann hier die Möglichkeit, das Ganze auch abzuschalten. Wichtig ist jetzt, ganz wichtig ist jetzt, dass dieses erste Bit, Achtung, Zählung bei 0, 0 und 1, und das 1-Bit muss hier natürlich immer auf 1 geschaltet bleiben. Na? Das muss auf 1 geschaltet bleiben, damit wir auch hier entsprechend den Takt durchlassen. Na? Das heißt also, wir müssen dann hier sagen, okay, am Anfang, das sagt ja hier unser Algorithmus, am Anfang soll jetzt hier erst einmal der Vektor, der X-Vektor wird hier rein, also der Eingabevektor wird hier reingeschrieben, okay. Dann soll hier die Multiplikation ausgeführt werden, das passiert sofort, weil wir hier ein Schaltnetz letzten Endes haben. Das heißt also hier, das wird entsprechend multipliziert und das Ganze soll dann hier reingeschrieben werden. Hierfür brauchen wir allerdings hier die Adresse 0, das heißt also, wir müssen hier eine 0 schreiben. Hier muss eine 1 anliegen, damit wir hier auch den Takt nutzen können. Ja. Das heißt also, wir haben dann im Endeffekt als erstes einmal Inhalt bearbeiten. Das heißt also, wir haben dann hier als erstes einmal eine 2. Wir müssen also hier als erstes einmal eine 2 festlegen. Hat er das jetzt geladen? Na, das ist jetzt die große Frage. Simulation. Ah ja, jetzt hat er es geschrieben. Jetzt steht hier eine 2 drin. Das ist also unser Steuerwort. Ne? Das ist schon mal ein Steuerwort. 2 nennt sich das hier. Auf der Weise haben wir hier eine 0, hier eine 1. 1 deshalb, damit wir hier den Takt weiterlaufen lassen. Und 0, damit er hier dieses Produkt hier reinschreibt. Ne? So, sobald das Produkt hier reingeschrieben ist, ja, ist es hier drin. Das heißt, es wird dann automatisch, da wir jetzt hier auch wieder ein Schaltnetz haben, wird hier automatisch diese Summe hier gebildet. Die steht dann hier am Multiplexer an. Und dann wollen wir, dass diese Summe auch hier wiederum reingeschrieben wird. Also brauchen wir als nächstes hier eine 1, ne, um diesen Eingang hier, um diesen Datenpfad hier weiterzuschalten, durchzuschalten zum Register. Das heißt also, als nächstes brauchen wir hier eine 1. Das wäre dann als nächstes hier eine 3, die wir hier schreiben müssen. 3, warum das? Ganz einfach. Wir haben ja gesagt, hier muss am Bit 1 eine 1 immer anhängen, damit wir den Takt genießen können. Ne? So. Im Übrigen habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich sollte ihm hier ein bisschen Spiel lassen. Das heißt also, ich fange erst hier an. Hier soll er erst 0 haben. Das mache ich ganz einfach deshalb, weil wir hier über die Flankensteuerung arbeiten, damit sich also der Takt bzw. diese Flanke auch richtig ausbreiten kann, bzw. auch in den Bauteilen eine Veränderung herbeiführt, muss ich immer ein bisschen Zeit ankalkulieren. Deshalb lassen wir hier die erste Stelle mal frei. Und dann sage ich ganz einfach Folgendes. Als nächstes, beziehungsweise ich mache es vielleicht doch so, dass ich hier sage, Bitrate der Adresse 3. Ich lasse den Zähler dann doch bis 3 Bit laufen. Dann können wir hier nämlich mehr. Dann kann ich nämlich jetzt hier kann ich nämlich jetzt bis zu, hier kann ich nämlich jetzt bis zu 8 Datenwörter eintragen. Dann lassen wir hier ein bisschen mehr Spiel. 2 und 3. So. Und anschließend möchte ich, dass er blockiert. Ja. Das heißt also hier 0, 0, da passiert jetzt noch nichts. Da wird als erstes einmal hier, wie gesagt, hier das Datenwort wird, der Eingabevektor wird hier reingeschrieben. Das Ganze wird dann hier addiert.
Es wird also diese Konstante dazu addiert. Das Ganze soll dann hier weiterlaufen in unser Out-Register und im nächsten Schritt wird dann hier, beziehungsweise erst ab 2 wird das Ganze weitergeleitet. Ne? Und ich sehe gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss hier, wenn ich den Inhalt bearbeite, muss ich hier sagen, 1. muss ich hier sagen, generell 2. Ne? Weil ansonsten habe ich ja keinen Takt. Ne? Den Takt brauchen wir. Ich muss ja generell sagen 2, 2, 2, weil wir ja hier den Takt weiterleiten müssen. Dann ab dem Punkt, damit sich das Ganze entsprechend ausdehnt, will ich hier sagen, ich möchte jetzt hier, dass als nächstes hier diese Summe dazu gelegt wird, also in das Register dann kommt. Und dann als nächstes sage ich einfach, okay, stopp. Das können wir hier mit den Nullen machen. Ne? Beziehungsweise stopp nicht mit den Nullen, weil mit den Nullen kann ich es doch nicht machen. Ich brauche hier definitiv eine 1. Das heißt, also, ich setze mir hier eine 1 hin. Ne? Weil, wenn ich eine 0 machen würde, hätten wir wieder das Problem, dann würde er hier den Takt, stopp, dann würde er hier erst einmal hier umschalten. Das heißt also, hier würde dann nicht mehr unser fertiges Ergebnis drin stehen, sondern es würde wieder, das hier mache ich mal dicht, dann würde hier wieder dieses Produkt stehen. Ich will ja, dass das fertige Ergebnis drin steht. Aus diesem Grund sage ich dann hier einfach 1. Dann bleibt das nämlich hier drin. Ich könnte natürlich auch hier, wenn wir clever gewesen wären, ne, hätte ich auch diese Leitung hier verwenden können, um den Takt zu sperren. Ne? Das geht hier auch. Das wäre wahrscheinlich hier auch noch eleganter gewesen. Ne? So. Das Programm, was ich hier verwende, ist LogicSim. Ja, das ist kostenlos. Das können Sie ja selbst mal ausprobieren, können hier ein bisschen rumbasteln. Ne? Da können Sie sich richtig lang damit auseinandersetzen, stundenlang, und können auch was dabei lernen. Auf deren Basis, wie gesagt, so wie wir es jetzt implementiert haben, habe ich hier einen ganz einfachen Freischalter. Und jetzt wollen wir hier einmal Simulation aktivieren. Jetzt setze ich hier mal einen Wert an. Ah, Sie sehen jetzt, hier sind wir schon auf 2 geschaltet. Ne? Er hat jetzt hier schon die 2 markiert. Sie sehen auch, diese Leuchte, also diese Leitung hier leuchtet grün auf. Hier hat er also eine 1. Und hier habe ich mich im Übrigen vertan. Muss ich nämlich darauf, ja, ich muss auf diesen Eingang, das ist der Steuereingang für den Multiplexer. Jetzt sehen Sie, jetzt haben wir hier auch eine 1 und das hat den Vorteil, jetzt können wir hier auch den Takt weiterleiten lassen. Ne? So, und jetzt geben wir hier mal einen Wert ein. Ich gebe hier eine 1 ein. Was passiert? Die 1 hier wird mit der 5 multipliziert, das Ergebnis ist 5 und zu dem Ergebnis 5 wird dann hier nochmal die 1 addiert. Das heißt, hier müssten wir eine 6 erscheinen haben. Also in dem Fall würde hier dann stehen 1, 1, 0. Wenn alles klappt, dann sollte dieser kleine Prozessor hier auch anhalten und jetzt mit diesem Weiter-Taster hier kann ich das Ganze entsperren. Weiterschaltung aktivieren. Jetzt sehen Sie hier, jetzt passiert hier was. Aha. Ach Gott, was hat er hier geladen? Die 5 hat er schon geladen, jetzt haben wir die 6. Und jetzt hat er blockiert. Ne? Jetzt sehen Sie, wir stehen hier, ja, den Takt unbrauchbar gemacht. Und dass Sie das Ganze vielleicht nochmal sehen, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell. Und ich muss meinen Lüfter hier aktivieren, sonst stürzt man vielleicht meinen Computer ab. Das wollen wir nicht. Mache ich jetzt hier Folgendes: Ich deaktiviere die Weiterschaltung. Ich setze nochmal alles zurück. Wir setzen hier wieder eine 1 ein. Wenn ich eine 2 einsetzen würde, dann würden wir hier 10 und 11 bekommen. Muss ich mal gerade schauen. 11, 1, 2, 4, 8. Das wäre 8, 10, 1. Da müsste ich das, das und das einzahlen. Probieren wir es mal. Machen wir es mal so. Da müsste hier eine 11 erscheinen. 2 mal 5 sind 10 plus 1 ist 8. 1, 2, 4, 8. So 2 und 8. Und also hier 1 und hier 1. So. Und wir gehen auch mit der Taktfrequenz ein bisschen weiter runter auf ein halbes Herz. Und dann schauen Sie am besten mal hier, was hier passiert. Und dann schauen Sie auch mal hier, was hier im Register passiert. Das Ganze lassen wir gerade nochmal laufen. Weiterschaltung aktivieren. Also, wir beginnen. Jetzt haben wir hier schon mal unsere 10 geladen. Und jetzt haben wir unsere 11 und jetzt bleiben wir stehen.
Ja, das heißt, jetzt fällt der ganze Vorgang an. Steuerwerk wählt die Rechen weg und hier haben wir jetzt im Prinzip den Freischalter. Das heißt also, na, hier kann ich jetzt drauf drücken und dann geht es hier einfach wieder weiter. Na nü. Oh. Oh, das war jetzt nicht so günstig, was wir hier gesetzt haben. Simulation, Stopp-Simulation aktiviert, aber Weiterschaltung aktivieren, Simulation zurücksetzen. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Hier muss ich was anderes ansetzen und zwar setzen wir hier einfach Dreier ein. Ja. Da setzen wir Dreier ein. Da setze ich Dreier ein jetzt an dieser Stelle, damit wir hier weiterlaufen können. Beziehungsweise ich bin gerade am Überlegen. Ja, da setzen wir Dreier ein. Warum setze ich da Dreier ein? Ganz einfach, dann bleibt unser Ergebnis hier erhalten. Wir laufen hier weiter durch, weil der Takt freigegeben ist. Da haben wir ja gesagt, hier muss 1 sein. Ich habe hier 0 gehabt, das habe ich dann blockiert. So, und das Ganze bleibt dann stehen und dann geht es hier als nächstes wieder mit einem neuen Wert geht es dann weiter. Ja, das heißt also, wir gehen dann hier durch. Da nur diese Datenleitung hier durchlässt, ist es vollkommen egal, was ich dann in diesem Zeitraum, also während ihr hier 333 durchläuft, was ich hier angebe, das können Sie sich so vorstellen, das sieht der Prozessor gar nicht, sondern er macht einfach Folgendes. Er nimmt sich diesen Wert, addiert hier wieder die 1 dazu und gibt das hier aus. Ne? So. Ja, beziehungsweise, ja, er müsste dann sogar hochzählen. Das werden wir gleich sehen. So, wir aktivieren hier wieder die Weiterschalten, beziehungsweise ich setze hier 1 an. Hier habe ich mich jetzt eben vertan. Ja, 4 kHz wollen wir nicht haben. Wir setzen 1 Hz. Ich darf es ruhig ein bisschen schneller gehen. Weiterschaltung aktivieren. Das heißt, hier im Endeffekt unser Ergebnis wird dann wiederum eine jetzt hier eine 6 sein. Jetzt schalten wir hier frei. Hoppala, das hat nicht so gut geklappt. Jetzt schalten wir frei. So. Jetzt zählt er hoch, ne, weil er hier immer wieder 1 dazu addiert. Das könnte man jetzt hier wieder anders machen. Jetzt steht er hier wieder gleich ein Ergebnis. Zack. Ja. Da könnte man sich dann zum Beispiel Gedanken machen, wie man sowas entsprechend Simulation zurücksetzen, wie man sowas entsprechend ausbaut. Weil Sie müssen sich das folgendermaßen vorstellen: Das hier ist ein Mikroprogramm. Ja. Das hier ist ein mikroprogrammierbares Steuerwerk. Das Steuerwerk ist nur dieser Bereich und hier haben wir ein Mikroprogramm. Und da müssen Sie sich dann Gedanken machen, wie Sie das Ganze hier programmieren oder hier vielleicht noch entsprechend anpassen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt bis hierhin noch nicht richtig durchdacht, wie man jetzt hier zum Beispiel das Ganze noch ein bisschen verfeinern kann. Ja. Und zwar, dass er hier nicht weiter zählt. Ne. Die Möglichkeit wäre, dass wir hier sagen, ich möchte, dass hier die Taktsignale unwirksam werden. Dass ich hier sage, ich möchte, dass die Taktsignale unwirksam werden. Das müsste man dann auch wieder über den nächsten. Da könnte man hier zum Beispiel den nächsten. Probieren wir gerade mal ein bisschen aus. Nächsten Pin hier zuweisen. Hoppala, das war nicht so gut. Und Ausfächerung 5. So. Und hier muss ich Datenbreite, muss ich sagen, ich möchte jetzt hier 5-Bit haben. So, ich möchte jetzt hier Datenbreite 5-Bit haben. Na? Da geht hier schon automatisch eine andere Zahl, weil das hier schon nicht mehr reinpasst. Und dann muss ich hier sagen, okay, dann muss hier sagt er mir, wenn 0 sind Taktsignale unwirksam, da legen wir mal eine Leitung hier hoch. Ist auch wieder ein Steuereingang. Das heißt, hier muss ich jetzt 1 setzen. Das heißt, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt also, hier muss ich sagen, das fünfte Bit muss 1 sein. Na, da müssen wir mal schauen. Hier haben wir 0. Also hier haben wir 1, 2, 4, 8 und 16. Na.
Das heißt also, es müsste hier die 16 würde gehen. Dann würde aber auch 1, es würde auch die 17 gehen. Stopp, 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 1, 2, 4, 8 und 16. Ja, die 16 würde gehen, damit dieses Bit hier eine 1 führt. Es muss nämlich eine 1 führen. Das heißt, dieses Programm hier müssen wir jetzt schon wieder ändern. Dieses Programm hier ist jetzt nicht mehr gültig. Das müssen wir entsprechend ändern. Und zwar haben wir hier gesagt 2, damit ursprünglich das hier läuft. Das heißt, das hier müssen wir in jedem Fall laufen lassen. Das heißt, hier müsste 0 stehen. Hier bräuchten wir anfangs eine 0. Hier müssten wir eine 1 haben. Das heißt, wir haben hier 1 und 2. Und hier müsste ich 16 haben, also 18. Na? Das heißt also, ich muss dann hier eine 18 angeben. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Jetzt muss ich mal gerade schauen. 18. Das Ganze müsste hier dezimal, müsste man das hier entgegennehmen. Das heißt, also, wir lassen hier 18 laufen. Na? Das könnte man vielleicht auch ein bisschen abkürzen, aber gut, wir machen es jetzt so. Das heißt, bei 18 haben wir hier eine 0. Hier haben wir, also das hier entspricht 1. Das ist die 1-Stelle, das ist die 2-Stelle, das ist die 4-Stelle, das ist die 8-Stelle, das ist die 16-Stelle. Moment mal, jetzt haben wir hier ein Problem, sehe ich gerade. 18, Moment, Moment, Moment. Wie ich gerade hier sehe, wie ich hier gerade sehe, nimmt er mal das doch nicht als, als Dezimalzahl auf. Das heißt, ich muss ein bisschen umrechnen. Ich möchte 18 Dezimal haben. Das ist 12 im Hexa, das ist, stopp. Das ist 12 im Hexadezimalen, also das hier. Na, die erste Stelle im Hexadezimalen ist 1, die nächste ist 16. Da haben wir das. Jetzt passt nämlich, jetzt sehen Sie das hier, auch hier haben wir jetzt eine 1. Na, hier sehen Sie auch den Vorteil. Hier lassen Sie am besten die Simulation aktiviert, dann können Sie hier Veränderungen direkt erkennen. Also 18 ist schon, 12 ist schon mal gut, das machen wir dann hier auch. Das machen wir hier auch. Das sehen Sie wie auch, wenn ich sowas sagen kann. Jetzt ist natürlich anschließend dieses Produkt ist jetzt hier in diesem Register. Das hier machen wir nochmal kurz zu. Also dieses Produkt ist jetzt in diesem Register. Jetzt möchte ich die Summe dazu schalten. Die Summe wird dann natürlich hier direkt gebildet. Und die soll jetzt hier natürlich dazu wandern. Das heißt also, jetzt müssen wir eine 1 schalten. Da können Sie einfach schauen. Das erste ist eine 1, 2 sind 3 und dann hier nochmal 16, 19. So, 19 wäre dann natürlich hier eine 13. Hoppala, hier muss ich Inhalt bearbeiten. Das heißt, hier käme eine 13 ins Spiel. Die erste Stelle sind immer die Einer. Die nächste Stelle sind die 16. Also es ist einmal 16 plus 3 mal 1, also 19. So, das würde hier gehen. Das heißt also, da, jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Da hätten wir das. So. Das heißt also im Klartext, er würde dann hier müssen wir dann die fertige Summe haben. Hier müssten wir die fertige Summe haben. Und anschließend soll er sperren. Das heißt also, als nächstes will ich hier etwas haben, was hier eine 0 hat. Ja. Das heißt also im einfachsten Falle, oh, das wird schlecht. Im einfachsten Falle, wir wollen sperren, das heißt, hier müsste ich jetzt eine 0 schalten auf den letzten Pin. Das heißt, hier müsste eine 0 erscheinen, hier müsste auch eine 0 erscheinen. Also haben wir hier dann, können wir hier setzen 1, 1, 1, das würde gehen. Hoppala, da muss ich erstmal schauen, was das bewirkt. 1, oh, shit. 1, jawohl, dann darf er das weiterleiten, okay. Dann haben wir hier gesagt, hier brauchen wir eine 0, hier haben wir eine
1. Was passiert, wenn ich hier 1 setze? Da wird dieser Wert hier gelöscht. Das macht nichts, das haben wir hier schon, das darf er machen. Wenn ich hier 1 setze, was passiert dann hier? Oh, das wäre nicht so gut. Das heißt, dann würde nämlich dieser Wert hier gelöscht werden. Also können wir hier sagen, hier brauche ich eine 1. Hier eine 0. Hier eine 1 und hier eine 0. Also haben wir hier 1, 0, 1. Und das sind 1 plus 1 sind 5. Das heißt also, hier können wir dann einfach eine 5 setzen, dann müsste es gesperrt werden. Und hier schalte ich dann einfach wieder auf 3, beziehungsweise hier lasse ich einfach hier das Ganze gesperrt. Das heißt im Klartext, hier 0,0, jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich. Das heißt, hier muss 0,0 im Endeffekt hier erscheinen, dass das Ergebnis hier gesichert bleibt. Das heißt also, alles andere kann man dann eigentlich egal sein. Dann kann ich also hier 1, 1, 1 sagen. Das wäre 1 plus 2 ist 3. Hier ist 7. Das heißt, hier können wir sagen, da setzen wir. Oh, nein. Da können, na, was ist jetzt los? Ah, da könnte ich sagen, da setze ich überall eine 17 ein, eine 7 ein. Das müsste gehen. Ich kann jetzt allerdings nichts versprechen. Hier habe ich mehrere Befehle hintereinander gesetzt, damit wir hier, dass sich diese Flankenübergänge richtig auswirken, hier komplett, damit hier keine falschen Signale übernommen werden. Ne? Weil ich möchte ja, dass dieses Ergebnis hier korrekt gebildet wird, das habe ich das so geschrieben. Aber Sie sehen schon, das ist ein bisschen Aufwand, weil das, was wir jetzt hier gemacht haben in dem Bereich hier, ist nichts anderes als Mikroprogrammierung. Ich habe also hier ein entsprechendes Mikroprogramm geschrieben, um das hier entsprechend zu steuern. So. Drücken Sie die Daumen, dass alles klappt. Wir setzen hier wieder einen Wert ein. Und zwar setze ich hier eine 1 ein. Dann müsste hier wieder 6 erscheinen. Die müsste diesmal auch bleiben. Weiterschaltung aktivieren. Aha. Wunderbar. Wir haben das Ergebnis 6. Es ist auch Rechenwerk und beziehungsweise Quatsch, Operationswerk, in unserem Fall Operationswerk und Steuerwerk sind beide stehen geblieben. Und jetzt drücke ich hier wieder auf Freischalten. Nanü. So. Oh, da ist was schief gegangen. Lassen wir es gerade nochmal laufen. Der hätte nämlich jetzt eigentlich stehen bleiben müssen. Ah, wir haben schon das Problem gefasst. Die 7 hier war verkehrt. Ich drücke nochmal hier auf. Wir haben hier wieder was vergessen. Und zwar, na, ich habe doch gesagt, zurücksetzen. Warum ist er nicht zurückgesetzt? Zurücksetzen. Jetzt, gut. Hier habe ich eine 3 gesetzt. Ne? Aber ich habe jetzt hier was vergessen. Hier darf diese Leitung muss 0 sein, weil ansonsten hier immer wieder 1 drauf addiert wird und das Ganze wird hier wieder eingegliedert. Ne? Das dürfte aber eigentlich, hätte das dürfen nicht passieren. Ach stopp, das darf hier passieren, haben wir ja gesagt. So, das heißt also, hier müssen wir 0, 1, 1 machen. Das heißt also, hier hätten wir dann 2 und 4 wäre 6. Das heißt also, hier diese 7er, die machen wir weg. Statt der 7er kommen da 6er hin. Das, was ich hier eingebe, das sind, wie gesagt, Steuerwörter und diese ganze Folge hier von Steuerwörtern ist das Mikroprogramm. Ja. Wir haben also hier einen Steuerwortspeicher, da haben wir einen ROM verwendet und einfach einen Zähler, der hier am Adresseingang hängt und hier den Datenausgang des Speichers, den setzen wir dran und dann zählt der, haben wir hier einfach nacheinander die entsprechenden Steuerwörter. Das hier bietet sich an für lineare Mikroprogramme. Natürlich, wenn Sie Verzweigungen einbauen wollen, müssen Sie hier den Zähler entsprechend laden, sodass er dann an bestimmte Sprungadressen hier rankommt, wenn entsprechende Bedingungen gelten und so weiter. So, jetzt setze ich hier wieder eine 1 ein, oder wir könnten auch eine 2 setzen, dann müsste hier eine 11 erscheinen. 1, 2, 4, 8, dann haben wir hier 2 und 18, 10, dann müssen wir hier eine 1 haben, hier und hier. Ja, das sehen wir gleich. Ich gehe wieder auf Weiterschaltung aktivieren. So.
Das dauert dann natürlich ein bisschen und simsalabim, das Ergebnis ist jetzt hier. Mal 5 ist 10 plus 1 ist 11. Ne? Und hier das erste Bit steht für die 1, das zweite für die 2, sind schon mal 3 plus 8 sind 11. Okay, ich drücke hier wieder drauf. Ich möchte, dass er mir hier weiterzählt. Na nü. Oh. Hat er immer noch nicht geschluckt. Das hätte sollen. Eigentlich wollte ich, dass das Ganze stehen bleibt. Ich wollte, dass das Ganze stehen bleibt. Das macht er mir aber nicht. Wenn ich hier sage 1, dann geht er hier weiter. So, das heißt, ich müsste dann hier, wenn 0 sind die Taktsignale gesperrt. Das heißt, hier müsste 0 stehen. Hier müsste auch, hier habe ich irgendwie was, wenn 1 wäre, das wäre das 0. Das heißt, das stimmt. Wenn ich hier auf 0 schalte, ach, das ist nicht so gut. Wenn ich hier auf 0 schalte, gut, dann wird das blockiert. Ach Mist, dann, wenn ich hier auf 0 schalte, dann lädt er mir natürlich hier den anderen Wert hier wieder rein. Ach, deshalb haben wir hier ein anderes Ergebnis eben gehabt. Das dürfte natürlich komplett nicht sein. Das dürfte komplett nicht sein. Beziehungsweise eigentlich dürfte hier gar nichts entgegennehmen, weil ich hier die Taktsignale unwirksam geschaltet. Sind Taktsignale unwirksam? Da müsste ich mir Gedanken machen, ob ich den Addierer hier irgendwie ausschalten kann, aber das führt jetzt zu weit. Ne? Sie können ja vielleicht, wenn Sie wollen, das Ganze hier nachbauen, können selbst sich mal ein paar Gedanken machen. Ne? Aber Sie sehen hier, man kann sich hier richtig damit setzen. Jetzt sehen Sie, jetzt haben wir wieder diesen Wert hier, also 2 mal 5 ist 10, das haben wir jetzt hier wieder drin. Er hat jetzt 1, 2, 4 und 8. Was hat er hier reingeladen? 2 mal 5 sind 10. 0, 0, ne, 1, 2, 4 und 8. Moment mal, dann wäre hier ein anderer Wert. Jetzt hat er das. So, wie gesagt. Hier entsperre ich das Ganze, er läuft weiter. Jetzt haben wir hier 1, 1, das dürfte aber auch nicht. 5 ist 10. Aha, jetzt haben wir hier die 10. Hat er hier ein anderes Ergebnis? Dann hat er hier irgendwie. Dann hat er hier irgendwie anderes Ergebnis reingeladen. Da müsste man wahrscheinlich das Operationswerk, wie gesagt, hier nochmal komplett umbauen. Und dann natürlich immer wieder, wenn man es umbaut, wenn man hier Veränderungen vornimmt, verändert sich natürlich automatisch auch die Mikroprogrammierung. Aber wie gesagt, das führt mir jetzt hier zu weit. Die Weiterschaltung deaktiviere ich. Wir setzen nochmal alles auf Anfang. Das war's. Ne? Ich wollte Ihnen hiermit, wie gesagt, mal vermitteln, wie man hier, beziehungsweise wie ein einfacher Prozessor arbeitet. Wir haben also, wie gesagt, ein Operationswerk. Wir haben ein Steuerwerk. Na, der Vorteil ist, wenn wir ein komplexes Schaltwerk auf die Art und Weise entwickeln, dass wir, wie gesagt, nach dem Prinzip Teile und Herrsche die Komplexität minimieren können. Und wir können dann das Operationswerk für sich getrennt entwickeln und das Steuerwerk für sich getrennt entwickeln und optimieren. Und wenn beide Komponenten später fertig sind, brauchen wir sie nur zusammenzuschalten. Das würde dann hier über diesen Steuerbus geschehen. Und wenn dann alles klappt, funktioniert das Ganze auch. Ne? Aber wie gesagt, Sie sehen hier, das ist schon eine verzwickte Sache. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen den Durchblick hier verliert. Und jegliche Veränderung hier im Operationswerk, wenn Sie hier also noch einen Multiplexer vielleicht irgendwie dazwischen schalten, um Sachen abzuschalten, besser zu steuern, dann haben Sie automatisch das Problem, dass sich das Mikroprogramm ändert. Was wir jetzt gerade noch ausprobieren können, wir ändern mal das Ganze vereinfacht. Hier 12, hier sage ich 13 und hier sagen wir dann 15 und hier sage ich einfach 06. So, 06, ja gut, das wäre eigentlich egal, was wir hier schreiben. Gut, 06, dass er hier weiterläuft, das ist wichtig. So,
Schauen wir mal, ob das ja auch funktioniert. Eigentlich müsste es funktionieren. Das probieren wir jetzt gerade noch mal aus. Simulation aktivieren. Und die Weiterschaltung aktivieren. Und zwar möchte ich, dass das Ganze jetzt ein bisschen schneller geht. Dann machen wir 16 Hertz. Und dann probieren wir mal, ob das jetzt auch so funktioniert. Weiterschaltung aktivieren. Ja, es funktioniert eigentlich, weil jetzt haben wir hier eine 0 gesagt. 0 mal 5 ist 0 und 0 plus 1 ist 1. Das stimmt schon mal hier. Jetzt möchte ich hier einen anderen Wert haben. Jetzt müsste hier wieder 6 rauskommen. Ich entsperre das Ganze. Na nü, was haben wir jetzt wieder gemacht? Ah ja. Na. Na, 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 na. Weiterschalten aktivieren. Simulation zurücksetzen. Ich setze hier wieder meine 1 und dann sage ich hier wieder Weiterschalten aktivieren. Nein, der braucht ein bisschen Vorlaufzeit, ne? Das macht er mal so nicht. Simulation zurücksetzen, das bedeutet, ne? So, hier müssen wir ein bisschen Vorlauf gewähren, Inhalt bearbeiten. Also ich muss ja trotzdem sagen, 12, 12. Und dann hier zum Beispiel als nächstes 13 und dann hier 15 und so weiter. Und jetzt müsste es funktionieren. Das heißt also, wenn wir das jetzt hier aktivieren, Weiterschalten aktivieren, dann steht hier unsere 6. Ne? Dann steht hier unser Ergebnis. Das heißt also, ich muss hier ein bisschen, ich muss ihm hier die Möglichkeit geben, dass ich diese Taktübergänge, in dem Fall, wie gesagt, reagiert er auf diesen Flankenübergang, also vom Zustand 0 zum Zustand 1, diese Übergangsphase. Vom Low-Signal zum High-Signal. Diese Übergangsphase wird hier verwendet, um hier Zustandsänderungen anzuzeigen, damit also die Bauteile funktionieren. Damit jetzt allerdings das Ganze, und das ist auch die hohe Kunst, damit das Ganze zeitlich koordiniert hier korrekt läuft, damit also hier die einzelnen Funktionseinheiten auch richtig arbeiten, also auch die richtigen Eingangssignale bekommen, damit hier nicht nachher ein falscher Wert rauskommt, wie wir es eben gesehen haben, muss das Ganze, wie gesagt, zeitlich miteinander abgestimmt werden. Das muss ich ja dann auch hier durchs Mikroprogramm hier realisieren. Aber jetzt funktioniert es. Jetzt könnte ich zum Beispiel auch hier sagen, ich möchte eine 2 multiplizieren, gehe ich hier drauf und dann bietet da hier automatisch mein Ergebnis, das ist in dem Fall 11. Ja. Wir können auch mal 3 verwenden. Da muss ich ein bisschen nachrechnen. 3 mal 5 sind 15. Plus 1 sind 16. Das heißt, hier müssen 16 erscheinen. Also hier 1, 2, 4, 8, 16. Also dürften nur diese 1 dann hier leuchten. Und genau das passiert. Ne? Also unser kleiner Prozessor hier funktioniert. Ne? Und es ist hier natürlich ganz einfach, je höher wir den Kollegen hier takten, desto schneller arbeitet er. Das Problemchen ist allerdings, ne, dass sie das Ganze entsprechend auf die einzelnen Bauteile abstimmen müssen. Und zum Abstimmen, zur zeitlichen Abstimmung, wird hier auch gerne mit dem Takt gearbeitet. Ne? Und das kann natürlich dann bedeuten, dass wir die Taktfrequenz reduzieren müssen. Zuzüglich bedeutet hohe Taktfrequenz bei Prozessoren auch immer, dass die wesentlich heißer werden. Zum Beispiel ab 3 GHz, ne, werden die Prozessoren sehr, sehr heiß und verbrauchen auch sehr viel Strom. Das heißt also, wir haben dann hier Probleme. Wir können also die Taktfrequenz dadurch nicht ins Unendliche hochfahren, sondern wir haben hier physikalische Grenzen. Ne? So, also man kann hier wirklich schön damit spielen. Ne? Drücke hier aufs Knöpfchen, tipp, tipp, tipp und zack. Oder hier, zipp, zipp, zipp und zack. Ne? Das geht also ganz einfach. Ne? Knopfdruck, ich entstöre das Ganze und abracadabra, wir haben das neue Ergebnis. Ne? Das ist ein Prozessor, weil er also einen Algorithmus, gemäß einer Algorithmus, eine Verarbeitung hier ausführt. Ja? Das Gesamte hier ist der Prozessor, das hier ist das Operationswerk, das hier ist das Steuerwerk. Wie gesagt, bei unseren heutigen Prozessoren ist es so, oder machen wir es so bei den modernen Prozessoren oder bei den höherwertigen Prozessoren, ist das Operationswerk universell. Bei einem einfachen Prozessor, wie wir es jetzt hier gemacht haben, da haben wir es zweckorientiert gemacht. Ne? Also für eine bestimmte Aufgabenstellung. Aber normalerweise, wie gesagt, ist es universell und letzten Endes hängt dann die Arbeitsweise des Operationswerks, wie es irgendwelche Eingaben verarbeitet, rein hier vom Steueralgorithmus an. Den haben wir hier festgesetzt.
Ich muss hier natürlich, das gehört auch dazu, dass wir hier ein bisschen spielen, ne? Weil hier, wie gesagt, schon haben wir das Mikroprogramm. Das Mikroprogramm ist immer abhängig vom Aufbau hier des Steuerwerks, vom Aufbau des Operationswerks. Wenn Sie hier also Komponenten hinzufügen und das Ganze dann hier auch mit dem Steuerwerk verbinden, dem Steuerwerk also wesentlich mehr Flexibilität bieten, dann ändert sich natürlich hier auch alles. Okay, das war's an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den Themenstoff hier gut vermitteln. Würde mich noch über ein Abonnement freuen und bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank.